Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Seit gestern könnt ihr euch das M2 Mini DLC kaufen von Projekt Gladbeck. Ganze 9,99 Euro kostet das Ganze und ist ein Standalone DLC. Das bedeutet, wenn ihr diese Karte hier spielen wollt, wenn ihr M2 in Düsseldorf fahren wollt, braucht ihr kein Düsseldorf DLC. Also das heißt, einfach die Karte kaufen, Bus wählen, losfahren. Ja, Düsseldorf ist nicht zwingend erforderlich. Somit wollen wir uns heute mal die Karte hier anschauen. Die hatten sie ja bereits schon in der Preview. Großes Dankeschön nochmal hier an Projekt Gladbeck, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt haben, damit wir euch diesen DLC hier natürlich vorstellen dürfen. Großes, großes Dankeschön und vielen Dank für euer Vertrauen. Dementsprechend, ja, wollen wir uns jetzt die fertige Version angucken. Und damit wir nicht so viel Zeit verlieren, würde ich sagen, wir rüsten auf und los geht die Fahrt hier wieder mal. Haha, Solaris. So, ich habe jetzt auch letztes Mal nachgeguckt. Was ist mit meinem Lenkrad? Wieso hast du mein Lenkrad nicht? So, letztes Mal jetzt nachgeguckt. Es gibt tatsächlich ein Urbino Solobus der vierten Generation. Ich habe den komplett weggeblendet. Ja, wir hatten uns ja letztes Mal im Livestream drüber unterhalten gehabt und ich war mir eigentlich felsenfest sicher gewesen, dass es nur von der vierten Generation Solobus gibt. Aber nein, es gibt tatsächlich ein Solobus, den ich mir jetzt natürlich auch schon passend fertig gemacht habe. Fahrernummer ist die 30108 mit einem schönen BVG Repaint, ja, großartig. Dann nochmal großen Respekt an OMSI 2 Fahrzeuge und Co. Macht wirklich besten Berliner Stuff, wirklich ohne Ende. Den werden wir uns auch nochmal im Let's Play mal angucken. So, 00201 ist richtig. Nach Nikolaus Knoppplatz, nope, das ist falsch. Denn wir wollen zum Staufenplatz, ne? Ja. Wir wollen zum Staufenplatz. 90202. Da wollen wir nämlich hin. Und ja. Ich glaube, wir werden fertig. Hier Licht an. Gang rein. Und los geht die Fahrt hier. Ich habe gerade wieder mal ein bisschen was gespielt hier, ja, so mal simulationstechnisch mal ein bisschen was anderes. Es ist jedes Mal geil, mal wieder so in OMSI zu fahren. Es gibt, Entschuldigung, aber ich bin, es gibt nichts Besseres als OMSI. Jedes Mal freue ich mich, wenn ich OMSI starte, denn ja, und wieder hier meine Runden drehe. Ja. Jedes Mal tolles Gefühl wieder. Und ich finde, das macht doch halt eine absolut gute Simulation aus. Ja, aber kommen wir wieder zurück zu Düsseldorf. In der Preview-Version hatten wir ja so ein paar Nachladeruckler, also so ein Nachladelader. Ich weiß nicht, also nicht den Lader, ja, das Auto, sondern der hat ja immer oft, kam immer dieses Fenster in der Mitte, wo er dann immer irgendwelche Kacheln geladen hat. Ja. Dieser Fehler sollte jetzt behoben worden sein. Der war halt, da waren irgendwie Nachbarkacheln, die waren nicht vorhanden gewesen. Deswegen hat er halt ständig gesucht gehabt. Dieser Fehler sollte auf jeden Fall jetzt raus sein. Die Performance sollte sich dadurch natürlich wieder verbessert haben, weil er halt nicht mehr ständig irgendwas suchen muss. Ja, bin jetzt natürlich gespannt, ob das jetzt hier schon deutlich besser läuft als noch am Anfang. Kommen wir hier rum? Ja, wir kommen hier rum. So, dann kommt da alle rein, bitte. Hallo? Hallo? Ja, ich habe schon die Heizung an hier, volle Pulle. Ja, volle Pulle nicht, aber sie heizt auf jeden Fall. Ihr seht, es ist bewölkt hier aktuell. Früher Morgen hier. So, dann können wir mal die Uhrzeit mal ein bisschen vorstellen. 1, 2. So. Noch einer mit, keiner. Dann werden wir uns mal von dann machen.
Los geht's, lasst uns die Fahrt genießen. Ist natürlich ja ein Expressbus hier so ein bisschen, so ein Metrobus halt, klar, deswegen hat das M. Ferdinand Braunplatz. Dementsprechend fahren wir hier natürlich nicht alle Haltestellen an. Wir haben trotzdem eine Fahrzeit von knapp einer halben Stunde. In dem DEC sind ja zwei Linien drin. Einmal, wie gesagt, die komplette M2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die 733 ist mit dabei. Die ist aber, glaube ich, nur zum Teil dabei. Die ist nicht komplett. Ja, es läuft schon tausendmal besser. Unglaublich. Ich finde es halt immer spannend zu sehen, weil viele denken ja immer, weißt du, wir YouTuber und Beta-Tester wollen es einfach nur, weil wir es als erstes haben wollen oder sowas. Ich finde es immer spannend zu sehen, ja, wie aus einem Entwicklungszustand, weißt du, irgendwann so ein fertiges Produkt wird halt. Das finde ich halt mega spannend. Ich meine, ja, wir erinnern uns ja vielleicht alle noch an die Preview-Version, ja. Und ich muss wirklich sagen, sie lief wirklich nicht so rosig. Ja? Diese ständigen Nachladefenster, die sind mir persönlich auch ein bisschen auf den Senkel gegangen. Aber das ist doch jetzt das komplette Gegenteil, was ich jetzt hier sehe. Ja? Ruckelfrei. Und das finde ich halt immer spannend, immer anzusehen, ja. Nicht, weil ich der Erste sein würde, der immer irgendwas haben will, sowas, ja. Sondern ich biete mich halt auch immer gerne an als Beta-Tester und ja, um natürlich Fehler zu finden, weil ich ziehe irgendwie sowas immer magisch an. Das war schon seitdem ich OMSI spiele, ziehe ich irgendwelche komischen Fehler immer an. Das ist jetzt auch bei Lotus so, ja. Teilweise immer so Fehler, die, ja, nicht wieder, also die man nicht reproduzieren kann. Ich hatte jetzt schon zwei Fehler gehabt, jetzt bei Lotus zum Beispiel, konnte man nicht reproduzieren. Also es war einfach da und dann war es einfach auch mal wieder weg und dann, ja, schreibst du es halt da rein und ja, die sagen dann einfach nur, ja, ist halt so, ne? Ja. Oh, was ist denn das? Ist das doch noch drin? Oh nee, oder? Denn, wenn ich das jetzt wieder die ganze Zeit kriege, dann... Ich dachte, das ist weg. Weil die Performance einfach deutlich besser geworden ist. Merkt es ja, weißt du, wenn du fährst, du mal so ein leichtes Ruckeln drin hast, dann weißt du, dass halt OMSI gefühlt immer irgendwas sucht. Und das macht er jetzt hier nicht. Ja, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen... So ein bisschen der Grund, ja, warum ich halt gerne halt mich immer so für Betas anmelde oder sowas, weil einfach zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, dieses Produkt halt, ja. Und für mich immer spannend zu sehen dann halt, ne, wenn die ganzen Fehler dann ausgeräumt werden oder sowas dann halt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zu diesen ganzen Preview-Versionen immer gerne mal in die Kommentare posten, ob ihr die mittlerweile echt nervig findet oder ob ihr sagt, so eigentlich schon cool, ne? Da sieht man mal, wie der Entwicklungsstand ebenfalls so voranschreitet oder ich muss ja auch jedes Mal sagen, eine Preview-Version ist nicht das aktuelle Produkt, was man zu kaufen bekommt. Ja, das ist ja auch immer so eine Sache, viele denken ja dann immer, das ist jetzt das Produkt, was sie jetzt kaufen können. Was aber in dem Sinne eigentlich
ja Quatsch ist, weil man wieder jedes Mal ja sagt, es ist noch Beta oder es ist halt noch nicht fertig, ne? Sagen wir jedes Mal, ihr seht ja auch oben links zum Beispiel, da steht ja auch nichts mehr mit Beta oder sowas, weil das ist ja das ist die finale Fassung. Prinzenallee. Und dementsprechend darf man ja an so, anhand so einer Preview, das ist ja eigentlich noch nicht als Kaufgrund nehmen, ne? Weil wie gesagt, es ist ja halt ganz noch nicht fertig ist. Aber ich halt wirklich viele immer sehe, die das dann halt immer als wirklich das Argument nehmen, wenn dann zum Beispiel noch Fehler drin sind, obwohl oben links ganz groß oder oben rechts ganz groß fett in der Ecke steht, das ist Beta oder sowas, das ist Work in Progress oder WIP. Ja, wenn das halt zum Beispiel dann noch da steht. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass diese Ladebalken immer noch drin sind. Das finde ich jetzt ein bisschen, naja, nicht so schön. Er hatte, also der Kevin, der hatte dazu auch noch dazu was geschrieben gehabt, dass das Ganze wohl irgendwie was mit den Nachbarnkacheln zu tun hat. Aber er meinte, dass er das Problem kennt und ja, das ist jetzt gar nicht, ob man das so beheben kann. Oder hätte es erst nochmal deinstallieren müssen, das DLC, nochmal um nochmal neu zu installieren? Eigentlich ja nicht. Das reicht ja eigentlich, wenn er das Ganze überschreibt. Immer. Guten Morgen! Stufe A, bitte. 2, 4, 6. Danke. Bitte. Na Mensch, was ist denn jetzt los? Am Seestern. Seestern. Aber was mir auffällt, das kommt auf jeden Fall nicht ganz so oft wie noch in der Beta. Da kam es ja gefühlt alle 5 Meter, die du gefahren bist. Ja, das ist auf jeden Fall weniger geworden. Theodor Heuss Brücke. Er ist nett, ey. Er lässt mich hier rein. Was ist los? Jetzt ab Düsseldorf fliegen. Ja, bald mit X-Plane. Nee, nicht mit X-Plane, mit Flight Simulator 2020. Ey, das wird episch, das Ding. Oh, hier fahren die Autos einfach durch.
Und er fährt einfach durch. Oh, er fährt auch einfach durch. Ah ja, Verkehrsregeln. Wie im wahren Leben. Kommt ein Bus, ist egal. Fahr einfach rüber. Großartig. Deswegen, das Problem ist, dass ich das nicht wirklich als Baggern sehe oder sowas, ja. Ich sehe das halt, wahrscheinlich nehme ich es da mit viel zu viel Humor oder irgendwie als persönlicher selbst Autofahrer, ja. Ich kenne leider so ein Verhalten, ja, das ist halt, das ist keine Spinne. Manche Leute, die fahren wirklich halt so Auto. Und von daher finde ich das jetzt hier nicht als Fehler, was hier tatsächlich ab ist. Hier, das mit dem Blinken, das ist ein Fehler, ja, dass die alle abbremsen auf Null runter und dann blinken und dann rumfahren. Aber wie gesagt, so dieses jetzt, wie jetzt gerade, ja, das sehe ich persönlich jetzt nicht als Fehler, weil das passiert halt einfach oft genug. So, wir haben eine eigene Busspur. Nee, oder? Da vorne bremsen die doch wieder so. Ich lasse ihn mal vor. Kein Bock, dass er mir in die Karre fährt. So. Nordfriedhof. Friedhof. Manfred, super cool mit Sonnenbrille. Aber ich muss sagen, also von der Beta aus gesehen und der jetzigen Version, performance-technisch hat sich hier richtig was getan. Ja, also, das läuft richtig gut. Also, so habe ich tatsächlich die Beta nicht mehr in Erinnerung. Ja, also, wir hatten da schon deutliche heftige Nachladeruckler gehabt. Ja. Dieses Fenster, wie gesagt, außer dass es jetzt 2-3 Mal jetzt irgendwie erschienen ist, war es jetzt nicht da mehr. Ja. Wir hatten das gefühlt in der kompletten Beta einfach komplett durchgehend. Von Anfang bis Ende und das dann halt immer gefühlt einfach Minutentakt, ja.
Hatten wir das Ganze jetzt hier wirklich nur zweimal gehabt. Vielleicht kann man da vielleicht nochmal das Ganze vielleicht nochmal mit Patch das irgendwie nachbessern. Aber holy, das fährt sich richtig angenehm, ja. Meine, man hatte hier auch schon in Düsseldorf an sich, so in dem DLC, muss man so scheinbar was an der Performance getan haben. Ja, weil das läuft schon noch von zur Release-Zeit, hat es noch ein bisschen geleckt, ein bisschen geruckelt und alles was. Das fühlt sich jetzt ganz, ganz anders an, ja, wenn du jetzt in Düsseldorf unterwegs bist. Und genau das gleiche Phänomen, das siehst du jetzt hier wieder, wenn du halt vorher die Beta gespielt hast und jetzt so dieses Final-Produkt in den Händen hast, merkst du diesen Unterschied, dass sich, wie gesagt, performance-technisch richtig was getan hat. Also, Respekt. Richtig cool. Und ich muss auch sagen, es fährt sich sehr angenehm. Wie gesagt, für die KI kannst du nichts. Ja? Die KI, die fährt nun mal ein bisschen beschränkt. Ja? Wie gesagt, da musst du es vielleicht doch mit ein bisschen Humor nehmen. Aber so im Großen und Ganzen, das sieht auch echt hübsch aus, ja. Für OMSI halt, ne? Hallo. Tag. Ja gut, das ist jetzt natürlich hier, da laufen sie durch den Bus durch, über die Straße dann halt, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, laufen sie hier, gehen hier raus, laufen dann hier durch den Bus und laufen dann einfach. Das ist doof, ja. Das macht das ganze Spielgeschehen ein bisschen kaputt. Aber was sie da an der Technik auf jeden Fall rausgeholt haben, das ist echt geil. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen reinschlängeln hier. Warten wir einfach, bis da die da. Entweder lässt mich jetzt jemand rein oder. Hörst du mich? Hörst du mich von dir? Heinrichstraße. Heinrichstraße. Jetzt haben sie auch bei Facebook ein Bild veröffentlicht, das ist ja nun mal 5 Jahre Projekt Gladbeck, glaube ich, war das jetzt, ja doch, 5 Jahre müsste es jetzt sein. 5 Jahre Projekt Gladbeck und da haben sie ein Bild gebaut, ja, oder zusammengebastelt, wo sie all ihre Addons haben. Das sah schon cool aus. Ich war sowieso auch vom letzten Mini-DLC überhaupt nicht enttäuscht gewesen, ja. Die war super herausfordernd gewesen. Ich habe sie immer noch sogar am Kopf, ja, in Wuppertal. Diese engen Straßen da. Hat Spaß gemacht. Aber nochmal, wie gesagt, um nochmal das Ganze zu verdeutlichen, halt nochmal. Also für alle, das ist ein Standalone-DLC. Ja, Standalone steht hier in dem Sinne so für, ihr könnt es kaufen und benutzen, spielen halt. Ja, ihr braucht kein Düsseldorf-DLC oder sonst irgendwas. Einfach kaufen und loslegen. Allerdings weiß ich nicht, wie es hier mit dem Bus aussieht. Vielleicht, ich informiere mich da und packe das dann vielleicht nochmal unten in die Kommentare mit rein. Oder vielleicht sogar Projekt Gladbeck. auf dem Cover sind 2 Busse abgebildet. Ich glaube, das war einmal ein Standardbus, der praktisch das Repaint hat. Und ja, wie gesagt, der hier. Aber der ist ja nun mal aus dem Düsseldorf-Addon. Sure. Muss ich jetzt hier runter? Ich habe keine Ahnung.
es sieht gut aus. Genau, also wie gesagt, ein Standalone-Addon. 9,99 € kostet das Ganze. Zwei Linien. Die M2 hier, die wir jetzt gerade fahren. Und die angefangene 733, die ihr hier fahren könnt. Ja, sonst gibt es noch zu sagen, dass ihr das Ganze auf Aerosoft ein bisschen kostengünstiger bekommt, denn bei Steam ist es halt nicht so, dass da die Mehrwertsteuer gespart werden, bei Aerosoft ja schon. Also da sind es halt diese Standard, nicht diese 19% Mehrwertsteuer, die ihr da bezahlen müsst, sondern nur diese 17. Ich weiß, es ist nicht wirklich viel Geld, 3, 4, 6, 7. Aber ein paar sind es trotzdem, ne, nochmal das Ganze trotzdem nochmal zu erwähnen, dass ihr das da auf Aerosoft kaufen könnt. Was ist jetzt los? Ja, und sonst, was soll ich sagen? Also, das hat einen Riesensprung gemacht von der Beta, wie gesagt, jetzt zu der Final-Version. Also performance-technisch kann sich das mehr als sehen lassen. Wie gesagt, außer am Anfang, wie gesagt, diese beiden Ladebalken vielleicht noch weg und dann wäre das astrein. Und ich finde eigentlich, bekommt man hier einen recht guten DLC. Einen sehr, sehr guten Mini-DLC. Mörsenbrucher Weg. Klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen wenig, jetzt eine Linie, aber das ist... Eigentlich. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Wo kommt der denn her? Ups. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Ich hab den nicht gesehen. Der war im toten Winkel. Einfach weggetickelt. Tschüss. Wir werden dich alle vermissen, lieber Golf. Auch die Kreuzung hier, ne? Die ist überarbeitet worden. Hier war doch dieser Megastau, oder? Wo einfach nichts mehr ging. War das hier? Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt hier war. Ah, das ärgert mich. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Dafür konnte die KI jetzt diesmal nichts. Das war jetzt ich. Ich habe den auch überhaupt nicht im Spiegel gesehen, ne? So, hier fährt er die 733 denn, ne? Ja, ja. Das war meine Schuld. Ich nehme es in Kauf, stehe dazu. Endlich mal ein Unfall, der aber wirklich auf meine Kappe ging. Das Schlimme ist... Ich als Autofahrer habe jetzt gerade wirklich mitgefühlt, ja. Das war jetzt gerade so, als ob ich wirklich in dem Bus sitze, ja, und den wirklich nicht gesehen, also ich habe mir wirklich nicht gesehen, ja. So, habe ich mich halt auf jeden Fall ein bisschen gefühlt, ja, wo der auf einmal da vorgeschossen kam. Schon Augen zu, so, weißt du, und Ramsch. Also so vertieft bin ich schon in OMSI, ja, dass mich das mental sogar noch mitnimmt hier alles, ja, wenn ich einen Unfall baue. Ach, großartig. Aber nö.
Also ich weiß jetzt halt auch nicht, was ich weiter sagen soll. Ist wieder ein Mini-DLC, den ich absolut empfehlen kann. Hier, das ist er. Der MAN, der ist glaube ich abgebildet. Das müsste eigentlich der Standard-Content sein, ne? Der Standard-Content von OMSI, der einfach nur halt das Repaint drauf hat. Also somit braucht ihr halt nicht mal den Bus halt, weil, wie gesagt, ihr den Standardbus halt dementsprechend benutzen könnt. Ja, abschließende Worte, eigentlich nur so viel. Also ich kann ihn tatsächlich jetzt, also zum Beta, wie gesagt, klar ist Beta, da ist noch nichts Feines, da kann man auch noch nichts wirklich groß zu sagen. Jetzt zu der fertigen Version, absolut empfehlenswert. Es ist eine schöne Linie, eine halbe Stunde Fahrt hat man hier. Man ist halt ein bisschen kürzer, man nimmt die 733 denn halt, ja. Wer natürlich den Bus haben will, der muss natürlich das Düsseldorf DLC sich kaufen. Ich finde den Düsseldorfer sowieso besser als den Metropole Ruhr Solaris. Ich weiß nicht, man könnte doch den eigentlich auch patchen. Dann hat man einen richtig geilen Solaris der vierten Generation. Ich weiß nicht, der fährt sich halt anders als der. Ich bin jetzt in den Solo-Bus gefahren. Ja, der Solo-Bus, der jault so und gibt nicht Gas und fährt einfach nicht. Und der hier, drückst du rauf und du merkst richtig, dass der Power hat, dass er zieht. Ja, also. Staufenplatz. Ja, ich kann mich noch erinnern, es hat hier geleckt wie am Spieß. Ja, er hatte ständig immer, oh, Entschuldigung, hier Nachladen. Ist jetzt nicht mehr. Also, Projekt Gladbeck, alles, was du gemacht hast, richtig gemacht. Also, das läuft richtig gut. Wie gesagt, nur diese beiden Stellen da vorne noch vielleicht fixen und dann. Das wär das richtig nice. Ja, weiter im Text, wie gesagt, kann ich empfehlen. Und halt für 9,99 € ist jetzt ein Preis, der geht vollkommen in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, was der Wuppertaler DLC gekostet hat. Aber ein Zehner, wenn man den auf den Tisch legt, geht in Ordnung. Schön finde ich halt auch, dass es halt keine Anbindung halt ist an das Düsseldorf DLC, sodass ihr zwangsläufig diesen Düsseldorf DLC kaufen müsst. Müsst ihr nicht. Das finde ich auch gut, ja. Klingt halt ein bisschen blöd, ein DLC von DLC halt, ja. Zu Recht hätte man das dann dementsprechend nachpatchen können. Ich kann auch die Leute verstehen, die jetzt sagen, ja, das hätte man auch kostenlos anbieten können. Hätte man, ja, selbstverständlich hätte man das. Aber man darf halt auch immer ein bisschen nicht vergessen, ja, es ist halt irgendwo alles Arbeit, dementsprechend, ja. Lässt man sich das gerne auch entlohnen oder sowas und gibt sowas nicht einfach so raus. Ja? Also wenn man sowas zum Beispiel zu Weihnachten, Ostern oder was weiß der Geier irgendwie zu einem bestimmten Anlass dann praktisch sowas macht, ja, dann finde ich das ist vollkommen legitim. Aber da kann man sich jetzt wahrscheinlich streiten, so viel man möchte. Im Endeffekt entscheidet immer der Entwickler selbst halt, ob er es kostenlos macht oder per Payware. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass jetzt zum Beispiel eine Freeware jetzt ein DLC wird halt auch, ne? Das ist ja nun mal auch kein Geheimnis. Also warum nicht auch Mini-DLCs halt irgendwie erfinden? Ich glaube, jeder entscheidet dementsprechend ja selbst, ob ihm der Content halt gefällt oder nicht. Ihr habt ja auch bei Steam immer noch die Möglichkeit, das Ganze zurückzugeben, wenn ihr das halt in weniger als 2 Stunden einmal gespielt habt. Müsst aber das innerhalb von 2 Wochen getestet haben, ja, also gespielt haben, weil sonst erlöscht das Ganze. Und dann testet das Ganze halt einfach selbst. Das ist halt bei OMSI immer so eine Sache, ob man das Ganze immer so empfehlen kann oder nicht empfehlen kann, bin ich der Meinung. Ja, aber ich kann euch nur den Standpunkt von mir wiedergeben, halt. Ich kenne Düsseldorf jetzt nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob da jetzt wirklich das Gebäude steht oder da jetzt zum Beispiel das Gebäude steht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich komme von da nicht. Ich kann es nicht sagen, ob das jetzt 1:1 jetzt passt oder nicht. Bei Projekt Gladbeck weiß man aber schon so in Richtung, dass man hier versucht, zu 80-90% die Objekte, die wichtigen Objekte dahin zu stellen, wo sie hingehören halt. Ja. Aber man kann nicht halt einfach 1:1 dann halt dementsprechend übernehmen.
weiß man, ist ja auch kein Geheimnis mehr. Und demzufolge muss ich sagen, ist das hier echt eng. Und du fahr einfach, fahr einfach. Ja, muss ich sagen, ich finde diesen DLC sehr, sehr angenehm. Fährt sich sehr angenehm. Das ist eine interessante Linienführung halt auch, weil du halt Autobahn hast. Du fährst halt gefühlt in zwei Städten. Ja, so fühlt sich das irgendwie so an. Und da kann man halt einfach nichts anderes sagen. Wie gesagt, im Endeffekt entscheidet ihr selbst. Aber zu Beta und zur jetzigen Version seht ihr jetzt ja den Unterschied. Und da hat sich halt hat sich halt auf jeden Fall was getan. Das ist nun mal ein Fakt, den ich hier sagen kann. Ja, somit sind wir auch schon wieder am Ende. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Soweit in die Kommentare posten, ob ihr euch den DLC zum Beispiel holen möchtet. Oder aber ihr sagt jetzt um Gottes Willen nein. Dann nutzt ja gerne die Kommentarfunktion. Auch wenn euch zum Beispiel jetzt hier irgendwelche Sachen aufgefallen sind, dann könnt ihr die gerne hier in die Kommentare posten. Ja, oder auch natürlich einfach mal sagen, die Karte ist cool. Das liest jeder Entwickler sehr, sehr gerne. Und ja, dementsprechend ist das, wie gesagt, das DLC von Projekt Gladbeck. Das Mini-DLC 2. Staufenplatz. Diese Linie endet hier. Ob es jetzt echt durch hier? Das steht. Ach nee, das steht 30. So, man kommt Straßenbahn. So, Leute. Ja. Bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Mit mir gemeinsam die Linie M2 angeschaut habt. Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr davon? Denn nutzt die Kommentarfunktion. Nochmal großes Dankeschön an Projekt Gladbeck für diesen DLC, dass du uns auch das Ganze bereitgestellt hast, dass wir unseren Zuschauern das Ganze hier zeigen konnten. Und nun, liebe Leute, jetzt seid ihr dran. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.